Willkommen zurück bei Ni no Kuni, liebe Freunde, wo mir leider die Technik ein bisschen einen fiesen Streich gespielt hat. Und zwar, wenn man mal hier auf die Karte guckt, wir haben letzte Mal hier links bei dem Punkt abgespeichert. Mittlerweile bin ich aber rechts bei dem Punkt angekommen, wo ich gespeichert habe. Tja, nur das Problem, die Zeit dazwischen ist weg. Sprich, die Aufnahme existiert nicht mehr, weil die nämlich nicht funktioniert hat. Zudem hatte ich sowieso ein paar Probleme mit der Aufnahme von dem Spiel, da tatsächlich die Zwischensequenzen mit einer anderen FPS-Zahl laufen als das Ingame-Material, was dazu geführt hat, dass Bild und Ton ständig asynchron geworden sind. Das war relativ unschön zu bearbeiten. Darum probiere ich jetzt diese Folge mal was Neues aus, ob das damit besser funktioniert. Wie gesagt, den Teil dazwischen, diesen Weg von links nach rechts, da ist nicht viel passiert. Da waren halt ein paar Duelle, die ich allesamt gewonnen habe natürlich. Und habe damit, glaube ich, ein bisschen gelevelt und Erfahrung gesammelt. Aber viel mehr ist halt nicht passiert. Und ja, wir schlagen uns jetzt einfach mal hier im Wald weiter entlang. Ja, solche Viecher waren da überall. Und die haben wir halt bekämpft. Und das machen wir jetzt in dem Fall hier auch einfach wieder. So. Watch this! Und ich habe rausgefunden, dass es tatsächlich besser ist, wenn man erstmal mit Olli anfängt, der nämlich zaubern kann. Und zwar mit dem Feuerball auf dieses Vieh. Bumm. Dann ist es nämlich weg. Und dann kann ich einfach auf ihn hier wechseln. Und der macht dann noch fix seinen Schnitter. Und dann sieht der Kampfverlauf nämlich auf einmal richtig gut aus. So, und wir haben kaum Schaden bekommen. Und so sollte der Kampf wahrscheinlich die ganze Zeit laufen. Wie gesagt, das ist alles, was ich schön im letzten Part, der ja jetzt leider nicht mehr existent ist, rausgefunden habe. Wie gesagt, es waren irgendwie 4-5 Duelle, die ich gemacht habe. Hier auf dem Weg zum nächsten Speicherpunkt. Bin froh, dass ich nicht so eine lange Session eingegangen bin. So eine lange Session gespielt habe. Das waren irgendwie 17 Minuten. Da waren so ein paar Kisten hier auf dem Weg, wie die hier. Eine war verschlossen. Ah, da kriege ich einen Riegel Schokolade. Wie gesagt, es tut mir an der Stelle auch wirklich leid. Aber ich kann es leider nicht mehr reproduzieren, da der Spielstand auch weg ist. Weil ich ihn halt dummerweise überschrieben habe. So, dann macht hier mal Olli. Der hat noch 5 Magiepunkte. Ich weiß nicht, wie teuer war denn der Feuerball? Zauber, Feuerball. Auf ihn hier. Au, der hat aber richtig Schaden gemacht. So, jetzt möchte ich mal wechseln. Und du machst... Ah, ich habe keine Mana-Punkte. Verstehe. Dann kann ich das gerade nicht nutzen. So, aber noch ein Angriff. Und irgendwelche Punkte sehe ich hier gerade nicht, die ich einsammeln kann. Das finde ich, wie gesagt, immer noch ein bisschen unübersichtlich. Und ein bisschen schade. Weil der ganze Kampf dadurch halt sehr hektisch ist. Und ich habe immer Angst, hier diese Knödel zu übersehen. So, jetzt hat Wichti auch ein Level up. Und ich kriege einen Eisbecher. So, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt in dem Teil gemacht habe, den ich aufgenommen habe. Ich habe den nämlich mal gefüttert. Und dadurch hat er nämlich mehr Angriff bekommen. Nee, das habe ich nicht gemacht, sehe ich gerade. Oder das ist ausgelaufen. Nämlich dadurch hat er jetzt tatsächlich ein bisschen besseren Angriff bekommen. Und ich hatte die Genauigkeit noch gepusht. So. Dann war der nämlich richtig cool drauf. Das hatte ich im letzten Teil dann nicht gemacht irgendwie, keine Ahnung. So, hüpfen wir mal hier rüber und gucken mal. Aha. Okay. Ja, hast du. Und die können auch stärker und neue Tricks. Ja, das habe ich ja schon. Ja, gut, das habe ich verstanden, dass man die halt zuordnen könnte. Wenn man denn mehr kann, aber im Moment kann ich halt leider noch nicht mehr. Gut. Ja gut, das kann ich später mal zuweisen, wenn die ein bisschen mehr können. Achso, da... Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Da bin ich jetzt einfach reingedüst. So, dann müssen wir die hier auch noch erledigen. Habe ich jetzt noch Mana-Punkte? Ich weiß nicht, wir nehmen Wichti mal. Nee, natürlich nicht. Das ist natürlich blöde, dass ich jetzt keinen Mana habe. Oh, jetzt ist Wichti blind.
Ist natürlich nicht so schön. So, aber der ist dann auch Geschichte. Na, das ging ja doch relativ zügig. Also wie gesagt, die Mobs halten tatsächlich hier nicht viel aus. Aber die droppen leider auch nichts. Das ist nicht so schön. So, aber da bin ich jetzt an der einen Kiste vorbeigedüst. Ich habe doch gesagt, da ist eine Kiste, oder? Boah, ich bin heute etwas verwirrt. So, und da erhalten wir ein Weißbrot. Schadet jetzt ja nicht. Wie viel Leben habe ich denn? Oh, ich könnte mal so ein Weißbrot auch essen, wenn ich jetzt hier schon mal eins habe. Schwupp. Dann habe ich nämlich wieder ein bisschen mehr Leben und habe nicht Angst, irgendwie gleich abzunippeln. So, dann müssen wir hier rüber balancieren. Und machen die hier auch noch. Die Kollegen. Oder ist das nur eine? Ah, Hüpfelchen ist tatsächlich nur eine. We can do this. Ja, den können wir sicherlich kaputt machen. So, aber der droppt auch nichts. Aber mit einer Angriffskette haben wir den platt gemacht. Ist ja unser Kampfwichti hier mittlerweile. Unglaublich. So, und dann geht's mal weiter. Wohin auch immer. Da ist noch ein Vieh. Das greift uns natürlich auch direkt an. We can do this. So. Dann nehmen wir wieder wichtig. Ich kann ja immer noch leider nicht den Schnitter machen. Finde ich ein bisschen schade. Oh, der hat jetzt ein Schutzschild. Ach, der greift jetzt... Ah, ich müsste... Wie kann ich denn den Gegner wechseln? Ah. So, genau. Dann will ich den nämlich angreifen. Weil der andere ja sein Schutzschild hatte. Gut, der ist hin. Dann machen wir den auch nochmal. Ja, die droppen aber verdammt. Ah, da hinten ist ein Magieknödel. Und mich haben. Also die sind hier schon ziemlich hart. Vor allem, wenn man keine Magiepunkte hat, um die Spezialangriffe auszuführen. Das ist ein bisschen schade. Und ich weiß auch noch nicht, wie ich Magie wieder herstellen kann. Also im Moment anscheinend noch gar nicht. Also da gibt es auch nichts Neues an der Front. Da habe ich auch noch nichts rausgefunden. So. Wir schlagen uns hier weiter durch diesen Wald. Und hier könnte ich speichern. Ja, und das tue ich auch mal. Ah, jetzt habe ich auch wieder vollständige Mana und Lebenspunkte. Das ist gut. Und jetzt mache ich mal noch einen dritten Spielstand und spiele mit 3 weiter, weil 2 hat ja jetzt beim letzten Mal nicht so toll hingehauen. So. Gucken wir nochmal auf die Karte. Genau, jetzt sind wir nämlich hier unten irgendwo. Wir haben uns das ganze Stückchen hier runtergeschlagen. Da sind wir ja schon mal nicht auf dem falschesten der falschen Wege. Und gucken mal, wo es hier weitergeht in Richtung des Wächters. Ach du Scheiße. Oh, da ist aber ein riesiges Areal. Ja, super. Das sieht ja jetzt hier fast wie so eine Arena aus. Aha. Da kommt wer. Er ist es, der verflixte Wächter. Ach du Scheiße. Vibriert hier gerade ganz schön, das Pad. Oh. Oh. Ja. Der Wächter des Waldes. Standhafter Verteidiger, das so schnell konnte ich nicht lesen. Großartig. Ach du Kacke. Ich fange mal mit ihm an und guck mal, dass ich den sofort ein paar Feuerbälle auf den Latz brezeln kann. So, genau, auf den da bitte. Feuerball, bam, 18. Zauber. Feuerball, zack, bam. Und wir machen nochmal einen Feuerball. Bam. Und ich habe immer... Hä? Du schützt dich irgendwie. Wo ist der Verteidiger? Was? Jetzt muss ich mich verteidigen. Aha. Muss ich das jetzt? Okay, also muss ich das jetzt machen. Ah, okay. Also muss ich tatsächlich bei solchen Klamotten blocken. Schnell in Abwehrstellung gehen, aha.
Achso, abbrechen! Boah, Alter. Da hinten liegt auch ein Lebensknödel. Oh, der hat ja noch einen fallen lassen und einen Magieknödel. Okay. Jetzt kann ich ja nochmal zaubern. Ha! Oh, oh. Macht er jetzt hier wieder sein Verteidigen-Ding? Beziehungsweise seinen Wirbelsturm-Angriff, Massaker-Angriff. Jetzt. Stopp! Alt! Alt! Jetzt verteidigen. Ah, gut, das hat also gepasst. Man muss halt gute Sino, Olli, der Riesentolpatsch hat sich selbst eins überbraten. Jetzt kannst du ihm eine ordentliche Tracht Prügel verpassen. Abbrechen und bitte einen Zauber und... Nein, ich habe nicht genug Mana-Punkte. Moment, dann muss ich mal ganz kurz hier wechseln. Dann kommst du nämlich und machst hier mal einen fixen Angriff. Schick, das ist eine goldene Essenz. Die kleinen Schätzchen kann, das kleine, alle meine Lebenspunkte wiederherstellen. Und nicht nur, es lässt sich auch einen Supertrick einsetzen, der keine Mana-Punkte verbraucht. Aber die Dinger bleiben nicht ewig da. Beeil dich und schnapp dir die Essenz. Ah ja. Oh. Goldene Gelegenheit. Ja, mach ich mal. Stingwirbel. Aha. Alter, wie ich die abgeht. Ach du Scheiße, 56 Schaden. Alter Schwede. Ja, damit ist ja hier Captain Waldmann kaputt. Erfahrung. Oh, das gab aber gute Erfahrung. 90 Erfahrungspunkte. Und 75 Geld. Und ein Geist der Wälder. Ja, was immer das auch ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, und ich habe neue Stufen erreicht. Und Wichti auch. Und Wichti erlernt den Trick Sandstreuer. Aha. Und ich habe eine Seite über den Wächter des Waldes erhalten. Aha. Ach, der lebt immer noch. Ach, jetzt geht er einfach wieder. Voll der Trend. Verdammt, das war knapp, Mann. Der Wächter, er ist zurück in den tiefen Teil des Waldes. Glaubst du, er wird wieder normal? Kann ich nicht sagen, Junge. Aber er hatte wenigstens nicht mehr diesen irren Blick drauf. Er wird sich wohl ein bisschen zurückziehen, um einen klaren Kopf zu bekommen und dann wieder ganz der alte Wächter sein. Aber was hat ihn denn so ausflippen lassen? Das war doch nicht etwa na klar. Schade, das war ja wieder fast klar. Wächter gibt es nämlich überall. Jedenfalls haben wir unsere Pflicht erfüllt. Dann mal zurück zum ollen Baumheini, wat? Jo, Gemma. Der Gleichmut im Herzen des Wächters des Waldes hat eine Geschichte im magischen Begleiter freigeschaltet. Auf dem Holzweg, eine Trophy. Aha. Aha. Die Eichhörnchen und die Riesenranke. Du hast eine neue fantastische Geschichte erhalten. Oha, oha. Geht ja hier gerade Schlag auf Schlag. You did well to count the guardian of the woods. And I found what I was looking for. But first, a gift. By way of thanks. Gee. You are on a roll, Bayerman. I entrust to you one of my closest companions, the Telling Stone. His knowledge of our world rivals even my own. I thought he might help you on your journey. I'm sure if you ask him nicely, he will tell you anything you wish to know. And the other thing, the locket. This is what you came here for, is it not? It is a vessel for fragments of the human heart. To rescue the heartbroken, you will need the locket and the spells required to use it. I will give you those as well. Thank you so much, old Father Oak. Such a well-mannered child. Unlike some, I can mention. What? All right, all right. Tarbuckface! Some things are as unchanging as the forest. No matter. You had best be on your way. Now, boy, you must come and see me from time to time and tell me of your travels. I look forward to hearing of your progress. Yes, sir. Let's be off, shall we? Time to head back to Ding Dong Dell and mend a broken heart. Okay. Der sprechende Stein kann jetzt im Hauptmenü aufgerufen werden. Aha.
Du erhältst die Fiole. Du hast eine Seite mit dem Zauberherz empfangen erhalten. Aha. Du hast eine Seite mit dem Zauberherz schenken erhalten. Aha. Ja, schön, schön, schön. Was heißt das alles? Ich habe keine Ahnung. So, fangen wir doch mal hier an. Der sprechende Stein. Erhalte nützliche Informationen ab des Spiels. Aha. Lebenslernen, Kreaturenkompendium, gefährliche Orte, Fortschrittsbericht. Reden und Laufen, ein anderer Blickwinkel, Minikarte. Tricks, oh Gott, also das ist quasi die Online-Anleitung, also hier diese In-Spiel-Anleitung, glaube ich. Erkundete Gebiete, 3 Rot, Fragezeichen, Blau, Grün, Violett, 93%, ach Gott, oh Gott. Magischer Begleiter, Fortschritt, Kreaturenkompendium. Oha, oha. Ja, dann kann hier Wichti irgendwas. Wo kann ich denn... Befehle, Schnitter, da. Da kann ich jetzt noch den Sandstreuer. Element, eine stechende Staubwolke wird aufgewirbelt und blendet einen einzelnen Gegner. Ja, dann packen wir den nochmal da drauf. Gut, dann haben wir den jetzt ja quasi hier die neue Fähigkeit beigebracht. Die kann dann halt so einen Gegner wegblenden. Kann ja vielleicht nicht schädlich sein, wenn ich halt... Ach, was ist das denn hier? Sieh dir die Herzstücke an, die du gesammelt hast. Aha. Ja, da habe ich aber nichts gesammelt. Ach du Scheiße, da brauche ich ja wahrscheinlich dann erstmal zig Zutaten. Oh Gott, wie komplex. Ja gut, dann gehen wir mal hier in die Richtung weiter. Ich gehe jetzt auch tatsächlich nur noch zum Speicherpunkt und beende dann diese Folge. Ich mache die nächsten Folgen, wenn das jetzt alles tadellos funktioniert, auch ein bisschen länger, so um die 20 bis 25 Minuten. Das, denke ich mal, ist für Ni No Kuni eine gute Zeit. Aber ich möchte jetzt erstmal die Aufnahme prüfen, ob die A funktioniert hat, B, ob sie synchron ist. Und dann kann ich da ein bisschen beruhigter auch die nächsten Folgen aufnehmen. Wie gesagt, nochmal sorry, dass es hier dieses eine kleine Gap gab. Also, dass diese eine Folge quasi fehlt. Aber das kann ich leider... Außer ich müsste nochmal von vorne anfangen, aber das muss ja jetzt nicht unbedingt sein, weil viel passiert ist ja nicht. Ich mache deswegen jetzt auch nochmal einen weiteren Spielstand auf. Dann habe ich ja quasi 4, die ich durchrotiere, das sollte passen. Ja, und bis dahin sage ich, wir sehen uns in der nächsten Folge von Ni No Kuni wieder. Bis dahin!